Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Attila Total War mit den Westgoten und meiner Wenigkeit Fighting Joe aka El Banana Joe. Und ja, es ist ganz ganz lange her, dass ich die letzte Runde aufgenommen habe. Es ist inzwischen endlich mit ganz ganz viel Verspätung der Patch auch gekommen, aber das ist jetzt, wo ich aufnehme, schon wieder her, und wenn es hochgeladen wird, noch viel mehr. Darum brauche ich gerade mal einen ganz kurzen Moment, um mich zu orientieren. Ihr seht, ich habe mich sehr gut darauf vorbereitet, dass ich wieder aufnehme. Ja, wir haben ein Geldproblem. Hier laufen ganz viele Hunden lang. Ganz geil, wie die Hunden jetzt hier mit 5 Fullstacks durch die Gegend düsen. Aber die scheinen hier irgendwo anders hin zu wollen und sie nehmen gerade wunderschön Verschleiß. Also das können sie ruhig mal nochmal weitermachen, wenn sich die Hunde damit selbst ein bisschen kaputt machen. Gefällt mir das sehr. Hispanien handelt nicht mehr mit mir. Das ist aber meiner Meinung nach darauf angekommen, dass die hier Elusa eingenommen haben. Und die Vandalen, ja, die Vandalen stehen auch im Schnee. Das gefällt mir. Wir müssen mal schauen, dass wir nächste Runde dann wieder hier rüberkommen. Das hat uns ja leider etwas gekostet. Und dass wir die Armee hier hoch nach Lugdunum ziehen, um da mal ein bisschen Vandalen-Randale zu machen. Ich glaube... Ah ne, die haben noch Ubuzis. Ich wollte gerade schon sagen, ich glaube, sie haben da oben ihre Siedlung verloren. Natürlich extrem da ist, wenn die Hunden dahin gehen würden, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, die Hunden wollen hier die Gepiden niedermachen. Oder was auch immer. Das werden wir alles jetzt erfahren, denn ich beende mal die Runde. Oder auch noch nicht. Wie geht es? Du bist der Statthalter von Ligurien. Das gibt's auf jeden Fall. Und... moralische Ausbildung. Möchte wahrscheinlich sagen, plus 3 Moral bei der Rekrutierung, aber moralische Ausbildung klingt extrem komisch. Dann mach mal den Raben. Haben wir hier irgendwas, was... das wäre zumindest was, was man überlegen könnte, wenn wir nichts Besseres finden. Das ist noch viel besser. Irgendwas zum Anziehen. Ein Beutel. Ein Flachmann. Das haben wir zweimal, darum. Adolf, was hast denn du an? Rüstung. Nö. Krieg hier mal diese Schuhchen. Die bringen uns nämlich 10% Bewegungsreichweite. Personalität des Anführers, what the fuck? Egal, warum kommen jetzt noch Tooltips? Ich habe, glaube ich, eigentlich den Berater ausgeschaltet. Aber egal, fuck it. Ja, und jetzt greifen uns die Vandalen an. Und ich falle aus irgendeinem Grund auf den Desktop zurück. Aber hat sich glücklicherweise geklärt. Ja, jetzt nehme ich selber Verschleiß. Aber ich bin wenigstens hier aus dieser Situation raus und Super Hispanien möchte sich mal Tarraco schnappen. Das gefällt mir, das gefällt mir. Die Hunnen... ja, die Hunnen waren blöd genug, anstatt mit ihren 3 Armeen auf die Gepiden loszugehen, einzeln auf die Gepiden loszugehen, was sich natürlich nicht gut gemacht hat. Wenn man mal drüber nachdenkt. Dieser Krieg hat zu Blutvergießen geführt. Oh yeah! 2000 für einen Frieden, den wir in ein paar Runden wieder brechen können. Aber es gibt tatsächlich Leute, die Frieden wollen. Krass, kann ich mich jetzt aus der Schlacht auch zurückziehen? Nein, kann ich nicht, aber... das sieht eigentlich ganz gut aus. Was seid ihr? Nordische Reiterplünderer. Ganz, ganz viele Hunde. Ja, der hat halt dann 5 Einheiten Kavallerie, ne?
Ja, der Rest sind Schwerter. Wir speichern das Ganze mal, denn ich bin eventuell ein bisschen eingerostet. Aber wir spielen das Gefecht natürlich. Wir machen unsere zweimal Artillerie und stehen auf einer defensiven Haltung. Ich meine, es kommt ganz, ganz stark darauf an, wie er mit seinen Einheiten umgeht. Und ich gehe mal davon aus, dass die KI nach wie vor die Hunde oder so einfach in die Piken jagen wird. Das ist so eine stille Hoffnung, die ich hege, und wir müssen diese Armee dringend mal überarbeiten. Brauchen wir abtrünnige Goten der Palatiner, da brauchen wir mehr Kavallerie. Sonst wird das sehr, sehr schwierig eigentlich mit denen. Und wobei auf der anderen Seite ist es in der Kampagne so, dadurch, dass die KI halt viel auch auf Infanterie setzt und Infanterie halt eine billige Einheit ist, geht es noch. Aber ich würde hier die beiden Fernkämpfer rausschmeißen vielleicht. Ich würde ganz gerne die römischen Bogenschützen kriegen, die haben wir mal, die germanischen Bogenschützen, nehmen wir mal mit 200 Reichweite. Ja, und wir sehen hier Schnee. Kann ich denn... Okay, ich kann trotzdem Brandgeschosse benutzen, das ist super. Gut, Scheherban. Los. Ich möchte mal was ausprobieren. Ich lasse die mal in der festen Formation. Viel Fernkampf hatte er, soweit ich sehen konnte, nämlich nicht. Trotzdem. Er hat mir übrigens meine Hotkeys zurückgesetzt. Was ich sehr blöd finde. Oh, ich habe mir meine ganzen Hotkeys für die Fertigkeiten zurückgesetzt. Mit dem Patch. Finde ich geil. Und... sowas mag ich gar nicht. Ich meine, für den Patch kann ich ja nichts. Wenn ich die Grafikeinstellungen ändere oder so und dann ist meine Debug-Kamera halt nicht mehr da, dann ist das okay, aber... Oh, schöner, unberührter Schnee. Aber das finde ich halt irgendwie ein bisschen grenzwertig, wenn die einen Patch rausbringen und der macht mir meine Hotkeys kaputt. Ansonsten habe ich eigentlich seitdem nichts mehr an den Einstellungen geändert. Ja. Sehen wir die feindliche Armee? Ich gehe mal ein bisschen höher, vielleicht sieht man dann mehr. Unsere Feinde haben Verstärkung bekommen. Ja, bla. Mit etwas Glück können wir mit einer Kavallerie hier auch gleich mal schon mal ein bisschen Halali und Halalo machen. Mir ist übrigens mal ausschalten lassen, dass man immer die Einheiten Gefahrenwertung an der Einheitenkarte sieht. Ich weiß nicht, irgendwie nervt das. Außerdem ist das extrem sagen wir mal irreführend, denn es ist mir immer wieder passiert, gerade im Multiplayer, dass meine Einheiten als niedrige Bedrohung angegeben wurden und ich habe die Kämpfe verloren, und es wurden mir Einheiten als hohe Bedrohung angegeben und ich habe am Ende sogar die Kämpfe gewonnen. Also, da muss man immer... Ja, was macht ihr denn da? Wahrscheinlich Entität... Oh, nee, ey, Leute. Ich glaube... Ich befürchte gerade, er macht das, was man in Rome 2 auch schon sehen konnte, und zwar antizipiert er jetzt mit seiner kompletten Armee diese Kavalleriebewegung. Oder aber er verpisst sich nach hinten, er ist in der krassen Überzahl und greift mich an. Ja, natürlich verpisst er sich nach hinten. So, jetzt ist wahrscheinlich wieder die Gruppensteuerung kaputt. Ja, natürlich, er zerfickt mir die komplette Formation. Es ist ja eine wahre Freude. Ich weiß gar nicht, warum ich in letzter Zeit so wenig gespielt habe. Dafür gibt es keine logische Erklärung. Es ist doch so ein tolles, fertig entwickeltes Spiel. Meine Güte, ne? Da fängt man mal wieder an, frei von der Leber weg aufzunehmen. Keine 5 Minuten drin und schon geht die Laune in den Keller. Ja, was macht denn jetzt die KI da? Ist das jetzt die neue tolle Schlachtfeld-KI wie in Shogun? Oh, das ist ein Hügel, auf den müssen wir hochlaufen. Ihr seid die Angreifer, verdammte Scheiße. Ja? Wenn die Zeit...
Zeit. Ich habe auf jeden Fall ein Schlachtzeitlimit eingestellt. Optionen. Ah. Keine. Was? Ich habe auf jeden Fall ein Schlachtzeitlimit, Leute. Wo ist das? Oder gibt's das nicht, weil... Keks. Freunde? Freunde der Ernte? Das finde ich jetzt aber hier... Was ist das? Dann kann ich die Einheiten-Details ausschalten. Ach, das kann ich immer noch mit ihm machen. Na, geil. Ah ja, ich kann mich ja nicht verschieben. Ja, was macht denn die KI? Seht ihr, was ich sehe? Was soll denn das? Egal. Aber wo ist mein Zeitlimit? Ich habe auf jeden Fall ein Schlachtzeitlimit eingestellt. Weil... keine Ahnung, das ist bei mir standardmäßig so. Wenn ich das vergessen habe, dann fange ich an meiner geistigen Fähigkeit zu zweifeln. In letzter Zeit mal ein paar andere Kampagnen. Da hatte ich immer ein Schlachtzeitlimit. Das hat mir schon so manche Schlacht gerettet gegen eine buggende KI. Zum Beispiel mit Westrom. Nein. Also, wenn ich das vergessen habe, dann. Also, ich habe das nicht vergessen. Bin ich mir 100% sicher. Die einzige Erklärung, die ich wirklich habe, ist, dass das irgendwie nicht angezeigt wird. Und die einzige relativ logische Erklärung dafür ist, dass ich mich nicht mehr zurückziehen kann. Aber was ist das denn für ein Scheiß, wenn man dann quasi nicht, gerade in so einer Situation, das nicht hat? Oder ist das jetzt, 'cause we want to make it a very, very odd experience for everybody. Yeah, you really want to have that apocalyptic feel, which is so great. Ja? 'Cause we never play our games unless for the first two rounds in very easy. And then we call it good playtesting. Meine Fresse. Ja, jetzt greifen sie doch an. Okay, aber... was ist das? Was ist das? Das ist kein logisches Manöver von der KI. Ja. Vor allem die Artillerie hätte ich die ganze Zeit schon raussnipen können eigentlich. Jetzt ist... also, hätte ich wahrscheinlich nicht, weil... denn die Speerträger so schnell da gewesen wären. Also schneller als eine Kavallerie. Okay, er hat zwei Artillerien. Okay. Wurde mir die zweite angezeigt? Ich weiß ihm nicht. Ja, stellt euch mal hier hin, sonst wird das ja nichts. Und bedenke übrigens, die Performance hat sich überhaupt nicht verbessert. Trotz Patch, der eigentlich nur Performance-Sachen rangebracht hat. Wobei er auf... im Grunde genommen auch einfach nur Einheitendetails dazu gebracht hat, also ja. Wenigstens habe ich überhaupt keinen Framerate-Verlust. Es ist vollkommen egal, ob ich reingezoomt oder rausgezoomt habe und mir wäre kalt in so einem Hemdchen. Da sind die Wowies, die sind einfach nur schwarz, haben keine Textur, obwohl ich Einheitendetails eigentlich relativ hoch habe. Ja, das ist super. Pass auf, er hat jetzt schon Reichweite mit seinen Onagern. Nö, nee, noch nicht ganz. Ist ja beruhigend. Ja, super. Irgendwie so ein bisschen das Gefühl... wo ist dieser Schlachtzeit? Timer. Das ist auch scheiße für mich jetzt, weil ich in der Aufnahme eigentlich immer ganz gut dann sehen konnte, wie lange der Part schon ist. Meine Güte.
Ja, versuchen wir hier ein paar nordische Sperrkämpfer zu erschießen. Wo ist mein zweiter Schleuderer? Ach ja, der steht hier. Irgendwas war gerade schon wieder, irgendwas ist hier aufgepoppt. Leute. Okay. Zieh du mal raus. Pass auf, er ist jetzt schon in Reichweite und ich nicht. Nee, das ist ja nicht so genial. Soll ich jetzt dankbar sein? Danke, CA. Für dieses großartige Etwas. Jo, töte mal ein paar nordische Speerkämpfer. Ja, hey, das sieht sogar gar nicht so schlecht aus, was die KI hier macht. Wenn sie das tut, was ich glaube, dass sie tut. Und zwar hier, ne, schönen Köder hinsetzen. Oder aber sie macht das, was eine Total War KI schon seit Urzeiten macht. Und zwar einfach Scheiß. Pass auf, der schießt mir jetzt mit seiner Artillerie die komplette Kavallerie weg, ehe ich rankomme. Er hat ja noch einen Reiter, ne? Ja, noch einen Reiterplünderer, aber egal. Bewegst du dich noch? Ich lasse jetzt mal in der schnellen Geschwindigkeit. Passt schon. Ja, da sieht man es mal wieder. Ein Treffer, gleich ein paar Reiter tot. Meine Artillerie trifft im Zweifelsfall nicht mal. Wow, raus da, raus da, raus da. Oder trifft sie? Ja, doch, sie trifft so ein bisschen. Ich geh mal doch in die normale Geschwindigkeit. Okay. Die werden hier von der Arti extrem geraped. Ist das wenigstens was, was auf Gegenseitigkeiten beruht? Nein, natürlich nicht wirklich. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn man irgendwie mit zwei Artillerien denselben Effekt hat wie mit einer. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Sehr schön, aber jetzt wanken die hier, weil darum. Ja, und sie fliehen auch gleich ganz. Geil. Möchte mal ganz kurz illustrieren. Ihr lauft mal zurück. Die Kaff-Charges haben mir meine halbe Pikeneinheit umgebracht. Piken frontal gegen Kavallerie. Genial. Und was machst du hier mit deinen Hunden? Das gefällt mir nicht. Und die Artillerie kann gleich mal hier reinhauen. Ja. Und jetzt hängt diese scheiß Kamera. Das ist auch so was. Ich habe die Kamera auf die höchste Bewegungsgeschwindigkeit eigentlich gestellt. Und ja, das ist der Effekt. Wenigstens geht das relativ schnell. Die Kriegsbande ist zwar komplett tot, Unsere aber Männer egal. haben aufgegeben und rennen nun um ihr Leben. Ja. Also Piken haben echt frontal, nicht mal frontal gegen Infanterie eine wirkliche Lebensberechtigung. Im Grunde genommen schaffen sie es eigentlich nur, eine Linie nicht zu halten. Sie suggerieren einem, ja, wir schaffen das, aber im Grunde genommen versagen sie einem
versagen sie dann eigentlich nur auf ganzer Linie. Finde ich sehr nett, das ist finde ich eine, also gut gemacht von CA, das ist eine moralische Lektion, die man lernen muss. Verlasse dich auf niemanden als auf dich selbst. Ja, also das finde ich gut. Finde ich auch für Jugendliche. Also das ist einfach genial. Da ist CA einfach der Zeit voraus. Und ich finde das sehr, 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 sehr schade, dass irgendjemand irgendwo behauptet, das Spiel sei irgendwie schlecht, denn es ist einfach in seiner Genialität. Also, so viel Mut muss man erstmal haben, Realsatire von einem Strategiespiel zu machen. Und also Hut ab, CA. Da habt ihr euch echt selbst übertroffen und na, also da fehlen mir echt die Worte, ne? Also das kann ich gar nicht in Worte fassen, wie geil dieses Spiel eigentlich doch ist, ne? Also, ja, also ich würde sagen, in seiner moralischen Komplexität, gerade auch der Handlung, steht es ganz knapp hinter großen belehrenden Titeln wie Minecraft oder auch. Die Männer haben ihre Waffen niedergeworfen und fliehen. Ja, also ich meine, in seiner komplexen Darstellung einer multipolaren Welt kommt es ganz, ganz knapp hinter Call of Duty. Vor allem der Gedanke, dass es eben nicht Gut und Böse gibt vielleicht in dieser Welt, wird hier sehr, sehr schön umgesetzt. Also ja, das ist einfach auf ganzer Linie überzeugend. Und das muss man dann auch einfach mal wertschätzen, ne? Also. Feindliche Einheiten sind in die Schlacht zurückgekehrt. Ich finde, wir tun CA dann auch Unrecht, wenn wir das kritisieren würden oder so. Nein, da müssen wir auch einfach als Gesellschaft anders mit umgehen. Ihr seid noch da. Dann schießt mal auf Komios. Gegen was kämpft ihr da? Nordische Speerkämpfer. Wahrscheinlich sterben sie gleich. Pass auf, mein General stirbt noch. Ah, ja. Also so stelle ich mir noch Schlachten vor. Features sind einfach weg. Ja, also so muss ein Spiel auch sein, finde ich. Also man ist so gewohnt aus seinem Umfeld, dass alles da ist. Und das hat ja mit diesem apokalyptischen Charakter nichts zu tun. Und den muss man ja auch mal wirklich umsetzen. Ja, und man kann ja nicht einfach immer erwarten, dass. Ja, mein General stirbt wahrscheinlich auch noch, wie das Ganze hier vorbei ist. Ja, ich meine, Aetius hatte damals ja auch keinen Schlachttimer gegen Attila. Ja, der wusste auch, ich kann nicht einfach 60 Minuten warten und dann hat sich das gegessen, sondern nein, der hat ja auch gewusst, er muss alle seine Feinde töten, weil ja, egal. Entschuldigung, wenn ich gerade allen Fans des Spiels ein wenig auf den Sack gehe, aber mir geht dieses Spiel auf den Sack. Und, es geht mir halt vor allen Dingen auf den Sack. Ja, meine Kavallerie ist weg, ne? Und also mir geht's halt immer dann auf den Sack, wenn irgendwelche Features. Also wenn man das Gefühl hat, das Spiel ist einfach handwerklich schlecht gemacht. Das ist, wo es bei mir aufhört. Und mit handwerklich meine ich ganz, ganz ausdrücklich nicht die Grafik. Handwerklich meine ich wirklich Features, Balancing und so. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist auf der Strecke geblieben für andere Dinge,
oder auch teilweise für gar keine Dinge, dann geht bei mir einfach alles. Hör mal auf zu schießen. Wer schießt denn da rein? Ist die Schlacht mal vorbei? Ja. Wir haben eh keine Kavallerie mehr. Ja, halt's mal mit Pyrosieg. Wir haben 2 Fullstacks von denen kaputt gemacht. Die haben 2100 Mann von ihren 2400 verloren. Die Wilden sind komplett tot. Wir haben so im Schnitt 150 bis 327 Kills mit unserer Infanterie. Ja, das ist ein Pyrosieg. Finde ich ganz klar. Und wir nehmen mal ein paar Jungs auf, damit sich unsere Streitkräfte etwas erholen können. Ja, was machen die Sklavinier da? Keine Ahnung. Wir haben auch eigentlich nur ein Ei am Wandern, oder? Es geht mir echt auf den... Es tut mir echt leid, dass ich euch hier nicht mit mehr Enthusiasmus für das Spiel überzeugen kann, aber es ist leider... Es ist leider einfach so. Und, im Grunde genommen stimmt es mich extrem traurig, wie sich Attila momentan entwickelt. Oder wie Attila momentan ist. Und, ich spiele in letzter Zeit sehr wenig und das ist halt das gestohlene Schwert, Sunniret, ja. Der Sohn eures Bruders. Mein einziger Bruder ist, der noch lebt, ist Atolf. Atolf hat keinen Sohn, der Sunniret heißt. Ja, ich finde mal raus, wer von den beiden schuldig ist. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Ja, jetzt geht hier natürlich im Frühling wieder die öffentliche Ordnung runter. Warum? Weiß keiner. Wie sehen denn die sanitären Anlagen aus? Die sehen gut aus. Das heißt, da muss ich nichts für tun. Ist natürlich auch nicht so, dass ich hier ein fettes Gebäude für die öffentliche Ordnung habe. Sollte ich hier vielleicht eine lateinische Taufkapelle bauen? Oder ich baue natürlich die Civitas um, aber das kann ich mir bestimmt nicht leisten, ne. Ich bräuchte natürlich auch irgendwelche Gebäude, die Geld bringen. Ja, du ziehst dich mal nach Nabo zurück, dann hat sich das hier mit der öffentlichen Ordnung aus, auch, und wartest mal ein bisschen, was kann ich denn hier rekrutieren? Nichts von Belang. Und wartest mal ein bisschen, dass sich deine Armee auffüllt. Währenddessen ziehst du nach Lugdunum. Und zeigst den Vandalen mal, wie man Nägel mit Köpfen macht. Und zwar rauben wir die Siedlung aus. Und dann gepriesen sei der Vater. Wie kann ich euch helfen? Das kommt jetzt ganz gut. Und Ruin Roms brauchen wir, um andere Sachen rauszuholen. Und jetzt machen wir noch mal was. Wir belagern ihre Hütte. Wir reißen den Scheiß nieder. Ich möchte Lugdunum nicht haben. Und die Vandalen gehen mir gerade tierisch auf den Keks. Und wenn sie das Gefühl haben, sie können zu mir kommen und irgendwas machen, dann brenne ich ihre Siedlungen nieder. Punkt. Ja. Ist mir auch scheißegal, wenn wir den Norden von Gallien hier in Schutt und Asche legen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dann ist da nichts. Weil sobald man mit irgendwas so irgendwie vielleicht eventuell in Kontakt stehen könnte, ist es ja anscheinend so, dass sie sofort der Meinung sind, Krieg mit mir zu führen zu müssen. Kann ich mir hier den Umbau leisten? Nein, okay, dann baue ich nämlich hier den in Florenz mal die Hauptsiedlung um. Muss ja irgendwie weitergehen, man muss ja irgendwas dafür tun. Was forschen wir gerade? Ach ja, königlicher Haushalt. Ja, man muss eigentlich weiter auf der Wirtschaft bleiben, leider. Ich würde nur ganz gerne
Eigentlich, wo kann ich denn meine Kavallerieeinheiten verbessern? Wahrscheinlich ist es sehr spät, ne? Ja, hier. Ah, irgendwo muss ich aber germanische Reiter kriegen. Ach so, die kriege ich hier mit der Beherrschung des Geländes. Das ist vielleicht für in ein paar Runden eine gar nicht so blöde Sache. Und unser Einkommen ist gestiegen. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Zieh mal hier hin und schließ dich am besten der Armee an, indem du sie unterstützt. Kannst du hier schon irgendwas machen? Nee, dafür habe ich dich nicht geskillt. Dafür bist du quasi nicht ausgebildet. Ach geil, die Rebellen haben hier Elusa wieder eingenommen. Kann ich nicht vielleicht mal mit den Kaledoniern Frieden machen? Götter des Jenseits, verschont mich! Italien, jetzt magst du mich sogar Willkommen! im Eure Grünen. Anwesenheit und eure Worte sind eine Ehre für uns. Handelsabkommen. Und wenn ich noch 400 drauflege. Ja, jetzt mögen sie mich weniger, weil ich ihnen ein Angebot mache. Halt. Entschuldigung. Westrom. Westrom liebt mich und das wird sich auch noch krass verbessern, weil wir mit so vielen von ihren Feinden Krieg haben. Und Alter, wie geil. Na, und es mag halt inzwischen kaum noch wer anders. Das muss man auch so sehen. Ostrom, guck mal, jetzt hat hier sogar Grüße aus dem Westrom Namen des Frieden Staates geführt, und so Frieden weiter. gemacht. Also, Warum wollten ihr was keinen denn? Frieden mit mir? Was ist euer Problem? Ihr steht kurz vor der eigenen Vernichtung. Und seht's nicht ein, dass wir Frieden machen in Gallien? Bei unserem guten Namen seid willkommen und sprecht in Freundschaft. Ja. Es ist einfach genial, diese Diplomatie in ihrer Tiefe und ihrer Vielseitigkeit. Im Grunde genommen, die erste Hälfte des Spiels exploitet man sie extrem, weil einem jeder irgendwas schenkt, weil man durch die Militäraktion gegen Westrum den 400er Bonus hat und dann irgendwann kippt es und dann mag einen gar keiner mehr. Naja, ich beende an dieser Stelle den Part. Ich werde wahrscheinlich keinen aufnehmen in dieser Session, vielleicht nehme ich irgendwann weiter auf. Vielleicht seht ihr auch demnächst einfach mal ein Infovideo, dass dieses ganze Projekt eingestampft wird, weil mir das Spiel auf den Sack geht. Bis dahin, egal was kommt, wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Fighting Joe.